Ja. Ja, Gunther Gaming im ersten Game auf der Blue Side und Greifenburg auf der Red Side. Genau. Da haben wir einmal den Vladimir-Ban. Das ist ein Top-Champion vom Midlaner von FC Greifenberg. Vladimir einfach auf dem aktuellen Patch super solide. Der Taric, man will anscheinend keinen Taric haben, der den ADC und den Teamfight sehr herauszögern kann, mit seiner Ultimate ziemlich stark im Teamfight. Und auch der Most Played Champ von Support Champ von Ekute Gaming. Sieht man auch Genau. den Mordekaiser raus. Dark Was? Toplane-Fokus mit Vladimir Mordekaiser. Ist der Toplaner von Greifenberg so gefährlich? Der Toplane, Mordekaiser ist eher für die Toplane gedacht und der Vladimir ist eher für die Midlane gedacht. Das ist ein Most Played Champion von Greifenberg. Der Okay. Vladimir. Ja, aber Vladimir kann man ja theoretisch auch auf die Toplane flexen. Insofern, da kommt auch Ja, wieder irgendwas. das hat anscheinend Angst davor. Und auch den Echo-Ban nimmt man, den Echo nimmt man auch heraus. Starker Jungler zurzeit, ziemlich Gank-Heavy. Dann mit Olaf auch wieder einen starken Gank-Heavy-Jungler weg, welcher aber eher für die Top-Lane gedacht war, weil der Top-Laner von Ekute Gaming ein ziemlicher Olaf-One-Trick ist. Daher auch der Ban zu erwarten gewesen. Und wie schon angekündigt, nimmt man jetzt die Yuumi raus, ein sehr starker Supporter. Damit kann man sich die Combo Ezreal Yuumi nicht sichern, aber. Mit dem Fiddle würde man jetzt eher Richtung Teamfight oder Skirmish gehen. Wie siehst du das? Ja, also der Fiddlesticks ist eigentlich ein sehr starker Jungler, auch gerade zur Zeit. Aber Fiddlesticks so First Pick ist jetzt so das Beste, aber ja, ist auf jeden Fall Teamfight Heavy. Kann man auch gut mit Skirmishen, aber die Sidelanes kann man den auf jeden Fall nicht schicken. Aber man kann auch im Early Game, glaube ich, nicht so stark ganken vor Level 6. Mit Taker natürlich das genaue Gegenteil, der ziemlich stark ganken kann, wenn das Setup stimmt. Hikarin, wer Hikarin gegen Fiddlesticks, wer hat den schnelleren Jungle Clear? Was sagst du? Ich denke, dass Fiddlesticks da einen stärkeren Jungle Clear hat. Aber ich glaube, es wird ziemlich even sein. Also auch Okay. mit, also auch die Lulu einen guten Enchanter Supporter. Man könnte jetzt natürlich auf Seiten von Ekute Gaming jetzt den Aphelios wegpicken, damit man die Combo denyen kann. Das ist einfach eine sehr starke Combo ist, oder? Entscheidet sich für den Ezreal, der auch, wie gesagt, vorher schon angesprochen, ein S-Tier-ADC ist zurzeit. Und zu den besten gehört. Aber kann sich halt den Yuumi nicht mehr sichern dazu, weil die rausgenommen wurde. Was ist jetzt für mit einem Aphelios für Greifenberg? Ist der gut hier? Ja, man auf Seiten von Greifenberg sollte man sich jetzt eigentlich den Aphelios sichern. Ich höre gerade, Fiddlesticks ist ein Misspick, ist ein Bug. Wäre schön, wenn wir Mittel halt bekommen, welcher dann der richtige Champion ist, der da eigentlich gepickt werden sollte. Man Wie sieht scheint jetzt sich hier erstmal. viel gesehen den, für den Aphelios, wie auch schon predicted. Ja, das ist immer noch sehr, sehr kritisch hier, ne? Technische Ja. Probleme überall. Nicht nur auf Seiten von LoL. Ja. Sona? Ist es okay auf gegen Lulu? Oder eher nicht Ja. so? Ist ja dann ein Hanzer Battle. Aber jetzt sehen wir auf Seiten von Greifenberg keinen Bann. Was auch nicht gerade, glaube ich, nicht gewollt war. Aber dann bannen sie die Cassiopeia. Sehr starker Split-Pusher. Mit dem man vielleicht 1 reinziehen kann. Guter Disengage auch noch. Und auch ein starker, auch ein guter Champion für den Midlaner von Greifenberg. Und auf der anderen Seite von Greifenberg entscheidet man sich für den Orianna-Bann. Hilft auch nochmal in die Teamfight mit. Mit den Fiddlesticks wäre das eine ziemlich starke Combo. Fiddlesticks springt rein, Orianna mit dem Ball drauf. Vor allem Würde dann im noch eine Teamfight auf Sona. jeden Fall gut scheppern. Den Genau. Aatrox-Bann will man anscheinend nicht einen Aatrox auf der Sideline haben. Auch ein Pick von Top-Laner von Greifenberg.
Pantheon, interessant. Jetzt entscheidet man sich für den Pantheon, der wahrscheinlich in den Midlane geht. Ist ein Pick, der gespielt wird von ihm. Ist es nicht der häufigste Pick, aber wir werden sehen, was er machen kann in-game. Jetzt bräuchte man natürlich noch eine AP-Quelle auf der Top-Lane, weil sonst ist es ziemlich AD-heavy auf Seiten von Greifenberg. Ja, gleichzeitig sichert man sich jetzt hier die Fiora, damit geht man deutlich ins Split-Push rein. Ja, das bräuchte man. Auf Seiten von Greifenberg hat man nichts, um diese Fiora im Split-Push bis jetzt zu contesten. Was wären denn da jetzt mögliche Picks? Also ich denke, dass man da vielleicht sowas wie Nocturne gehen könnte, um den Split-Push, also um die Fiora selber nicht so weit ahead bringen zu lassen. Jetzt kommt das Set. Man schickt den Pantheon Top-Lane. Das wäre natürlich auch eine Option. Was wir gestern auch noch gesehen haben, ist Jace gegen Fiora. Hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Konnte die Fiora gut dominieren. Das ist jetzt eine sehr interessante Kombo von Greifenberg. Mit dem Set-Pick. Ein Full-AD-Kombo. Gegen Hecarim, gegen Galio ist es fein. Okay, Z ist also Set. Also der Typ mit S. Aber trotzdem, es bleibt halt ein Full AD-Team so. Aber wer hat da die Oberhand im Top-Matchup? Set oder Fiora? Ich denke, dass das Matchup trotzdem Fiora bedingt, also besser für die Fiora ist. Auch sie split, kann auch besser split pushen als der Set. Also ich denke, dass man da den besseren Top-End-Champion hat. Aber man hat auf Seiten von Gute Gaming den besseren Teamfight mit Galio. Kann man immer dazukommen. Auch für die Botlane. Ich müsste noch wissen von der Regie, für was da viele Sticks jetzt gepickt wurde. Es gibt anscheinend noch Probleme, weil wir wissen bis jetzt noch nicht, für was der viele Sticks ist. Ein Jarvan. Ähnlich Teamfight-lastig, hat aber ein bisschen mehr Early Pressure, oder? Ja, aber auf jeden Fall mit Galio, Jarvan eine extrem starke Combo. Jarvan kann die einfach trappen, Galio Ult drauf und die werden dann nochmal genockt ab. Und kann man mit Sona auch nochmal gut drauf kombinieren. Also eine wirklich ziemlich Teamfight-heavy Combo von Gute Gaming. Aber man hat mit Fiora auch noch den Split-Push als Möglichkeit zu spielen. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich, hier Teamfight und Split-Push zu picken? Weil eigentlich willst du ja mit einer Split-Push in Fiora eigentlich nicht teamfighten. Ja, aber ich denke, dass man auf Greifenberg jetzt nicht die Antwort hat, den Split-Push zu beantworten. Also entweder muss man den Teamfight suchen, oder man entscheidet sich halt einen Pantheon gegen die Fjord oder ein Set auf die Sideline zu schicken, was dann aber den Fight für Gute Gaming ziemlich hart eröffnet. Ohne Pantheon oder Set kann dieses Team nicht fighten, denke ich. Okay. Und die Fjord wird weit auf der Sideline auch zerstören, denke ich, wenn sie gut ins Spiel kommt. Auf Seiten von FC Greifenberg, was glaubst du, da ist deren Intention? Welche Strategie verfolgen sie hier in-game? Ich denke, dass sie 5 gegen 5 Teamfights spielen werden, also versuchen, weil man Fiora einfach einen guten Sideline-Champion hat, aber keinen guten Teamfight-Champion. Aber man hat mit Aphelios und Lulu eine ziemlich starke Botlane, die auf jeden Fall einen Fight ziemlich hart gewinnen kann für ein Team. Im 2v5 sogar, wenn möglich. Mit Pantheon hat man halt dieses OP, mit Pantheon und Zed hat man auch gutes. Also warte, stimmt, das ist. Es ist Set auf der Top-Lane. Da kann man gegen Fiora natürlich kann den natürlich schicken. Das war jetzt mein Fehler, weil ich das vergessen habe. Aber der Pantheon, der wird im Late-Game auf jeden Fall abfallen. Der wird immer schwächer. Also es gibt auf jeden Fall ein zeitliches Limit für FC Greifenberg, meiner Meinung nach. Also die Combo von Gute Gaming scaled viel besser. Der Aspire wird immer stärker, Fiora wird immer stärker. Und mit Galio und Jarvan hat man halt einen ziemlich starken Team. Das wird jetzt wohl doch der Fiddle sein und das und der doch kein Jarvan. Ja, wir sind jetzt ja auch schon in der Champ Select im LoL Client. Das sollte dann deutlich flüssiger werden und ja.
Ja, aber im Prinzip ändert sich nicht so viel, weil der Felix ist halt genauso wie der Jarvan funktioniert, also nicht genauso, aber doch ziemlich stark im Teamfight ist, wenn nicht sogar, vielleicht sogar noch stärker. Genau. Das in, aber der einzige Punkt, der sich da ändert, ist halt die Early Game Pressure, die ein Jarvan dann doch deutlich mehr hat als ein Felix. Ja. Weil Felix sich vor Level 6 nicht wirklich gut ganken können. Da kommt halt darauf an, wie gut Greifenberg wirklich die Vision aufbauen kann, um den Felix zu denyen. Das wird hier ziemlich wichtig sein. An der Regie können wir noch die Szene im Stream wechseln, dass die Leute. Okay. Okay, super, perfekt. Dann. Das sollte auf jeden Fall auch ein Cassioban sein, der vorhin noch Blanco war. Und den wird jetzt noch der Atros rausgenommen. Ja, gleich. Also, aber ich denke, dass. Also, Greifenberg muss im Early Game wirklich gewinnen. Weil sonst wird es hier ganz schwer für die ins Game zurückzukommen, wenn die einmal behind fallen. Wegen der Fiora? Ja, wegen der Fiora, weil man sie im Late Game auch nicht beantworten kann und der Pantheon im Late Game einfach extrem schwach ist. Sollte dann der Hikari im Top-Lane fokussen? Als. Als Pio? Ich denke, man sollte versuchen, als Hecarim den Pantheon im Early Game herzubringen, damit der einfach auf die Sidelines mit seiner Ulti ziemlich hart arbeiten kann und dort einfach snowballen kann. Um die anderen Lanes einfach herzubringen. Ein Pantheon, der ahead ist, der ballert natürlich schon gut rein, aber wird schwierig, denke ich. Gegen Galio. Galio, der ist ja halt schon ziemlich tanky. Wenn er mit Aftershock spielt, den down zu bekommen, wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Okay, ich würde dann noch sagen, wenn das möglich ist, dass wir dann gleich nochmal in eine 2-3-minütige Pause gehen, während wir den Spectator-Debuff aussetzen. Ja. Spectator-Delay. Und dann sehen wir uns danach wieder. Oder? Deine Einschätzung, jetzt noch eine finale Einschätzung, an wen würdest du das Spiel geben, wenn du jetzt so die beiden Teams von Sport hier siehst? Also ich würde das Game an A Good Day Gaming geben. Wenn sie das im Early Game nicht zu hart behindfallen. Okay. Gut, ich würde dir da auch zustimmen und dann sehen wir uns in 2 Minuten und 45 Sekunden wieder. Bis dann. Thank you.
Ja, und da sind wir auch schon wieder auf sehr kurzen Pause. Alles sehr, sehr chaotisch hier. Obwohl man das auch mit chaotisch nicht mehr beschreiben könnte, was hier abging. Da ist wirklich alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Aber jetzt sind wir zum Glück im Loading Screen. Ja, und dann sollte es doch gleich in-game gehen. Ja, von sagen wir da eigentlich nichts wirklich Überraschendes. Also da von da gibt es keine Überraschungen, aber. Wir haben gerade wieder technische Schwierigkeiten, also. Okay, wenn ihr jetzt die Picks seht, so wie wir sie gerade gesehen haben, welche Conditions seht ihr denn jetzt so? Also, wie schon vorher angesprochen, denke ich, dass der Gute Gaming eigentlich ziemlich hart über den Teamfight, aber auch über den Split-Push kommen kann mit der Fiora. Aber er hat auch, wie gesagt, eine ziemlich gute Teamfight-Kombo mit den Fiddlesticks und mit den Galio-Engage. Also, darüber können sie echt gut arbeiten. Und auf Seiten von Greifenberg, denke ich, muss man einfach versuchen, also nicht zu skirmischen, aber irgendwie schon. Also, einfach suchen, den Pantheon ahead zu bringen und dadurch halt, das ist halt wirklich so die Winning Condition, denke ich, dass der Pantheon ahead kommt und dadurch einfach die auf den Lanes umeinander roamen kann und so einfach jeder Lane ahead kommt. Bringt, besser gesagt. Okay. Hat euch der Pantheon-Bann überrascht? Pantheon Pick, Pick, meinst meine du? ich. Ja, schon. Wir hatten ihn jetzt in unserer Vorbereitung nicht wirklich im Auge, aber er kann auf jeden Fall funktionieren. Gegen Galio hat er jetzt halt nicht wirklich große Probleme in der Lane. Generell, Galio ist jetzt halt nicht der krasseste Lane-Bully. Und vor allem auch, weil er AD ist, hat er Galio mit seinem Magic Shield jetzt nicht wirklich was dagegen anzubringen. Und wenn du mit Pantheon gut snowboarden kannst, dann kann das Game Gut. halt sehr, sehr gut aussehen. Dann geht's jetzt in-game. Ja, sorry noch für die Verzögerungen. Kleine Finally. technische Probleme. Okay, sagst du, was sagst du zu den Runen? Da alles normal oder irgendwelche Außergewöhnlichkeiten? Ja, Viermal Conqueror sehe ich gerade. Aus ja, seinem komm, von Greifenberg. extrem starke Rune, ne? Also, einfach nur super broken zurzeit. Trotz der letzten Nerfs im Patch, im letzten Patch. Hey, ich denke, dass Conqueror noch immer eigentlich zu den Top-Runen zählt. Auf gewissen Champions halt, nicht auf jeden, aber auf Hecarim, auf Zed, auf Pantheon und auf Aphelios ist es auf jeden Fall eine Variante, der man gehen kann. Man ist ja vielleicht auf Seiten von Sona für Skaden entscheiden können, aber Barry ist ja halt auch eine gute Variante zum Poken. So, von da eigentlich nichts wirklich Überraschendes. Auf Fiddle Electrocute oder der Carvus, was sagst du? Ich würde persönlich würde Electrocute mehr präferieren, aber es gibt auch die Leute, die sagen, da kam es vor so hin. Also ich persönlich bin zum Beispiel gar kein Fan von Dark Harvest. Also ich würde auf jeden Fall Electrocute präferieren. Also Dark Harvest ist für mich eine schlechte Runde. Also jetzt nicht auf jeden Champion, aber auf den meisten. Ist auf jeden Fall Electrocute immer präferierter, finde ich. Okay. Keine Invades von beiden Teams, beide Jungler Schaden Botzeit. Wer ist denn im Topside beim Kampf dort vorne? Ich denke, dass sich die Fiora die Prio sichern wird. Midlane. Und Midlane wird sich der Galio die Prio sichern. Auch denke ich. Also ich glaube, a good day gaming wird die Prio. Okay. Kleinere Trades auf der Botlane, aber da kann sich halt Aphelios dann noch immer noch sehr, sehr gut gegenheilen. Generell beide auf der Botlane haben wir insane gutes Sustain. Ich denke, dass jetzt so in den ersten 5 Minuten nichts passieren wird, auf keiner Lane. Außer der Hecarim entscheidet sich für einen Level 3 Gank oder so. Ah, jetzt ist Aber ja die Level 2 auf Seiten von der Botlane. Exhaust ist drauf, Aphelios muss flashen. Kommt ja eigentlich nochmal raus, aber sehr, sehr knapp. Schöner Damage hier. Von Liquid Man Day hat den Gaming. Level Man hat das Level 2 nicht respektiert von Liquid Day Gaming und dadurch wird das halt einfach instant bestraft. Man musste auf Seiten flashen, auf Seiten von Aphelios. Eigentlich ist immer noch sehr, sehr cool geblieben, hat den Heal abgehalten. Noch extra
so oft von Lulu nicht benutzt. Da hat man noch einiges an Summoners gespart. Trotzdem ist man jetzt hier sehr, sehr low unterm Turm. Ja, vor allem seit ich, dass der Fiddle Topside gepufft ist, ist da jetzt auch nicht die größte Gefahr da zu bleiben. Jetzt erstmal der Gank auf der Midlane. Pantheon drückt schon sehr, sehr low. Ikrem ist auch da. Der Stun ist drauf und damit ist First Blood für Pantheon. Schön gespielt hier. Ja, man hat anscheinend von Seiten von Galion nicht gerechnet, dass der Hikaring da sein wird. Aber es kommt doch der Verblendgang von Fiddle. Hier ist drauf, Silence auch, Set hat er wenig Möglichkeiten. Es gibt ja noch die D raus, ja, die D raus wird allerdings von Paris, von Fiora geblockt und damit der zweite Kill in dieser Partie geht an Fiora. Jetzt kommt auch hier auf Pantheon? Wait a second. Das habe ich aber so auch noch nicht gesehen. Ja, vielleicht, also einfach nur, weil ich für die TP-Plays. Kann ich mir das gut vorstellen, dass er auf die anderen Lanes roamen wird. Weiß ich nicht, aber auch Tier ist jetzt nicht so die verbreiteste Variante, denke ich, auf Pantheon. Aber es ist wichtig, dass man hier der Fiora auf jeden Fall auf Toplane den Kill gegeben hat, aber auch den Pantheon. Hätten die Jungler da den Kill genommen, wäre das einfach nur verschwendetes Potenzial, denke ich. Auf Probit sehe ich zumindest kein Game mit Pantheon auf Tier. Also da habe ich keinen Trend verpasst, ich dachte gerade schon. Ja, ich habe auch schon gedacht, wie ich irgendwas verpasst habe, aber... Neutrends nicht gesehen, oder? aber es scheint interessant zu sein, mit Betonung auf Int. Ja, aber generell kann jetzt halt der Pantheon Snowball anfangen. Wird auch demnächst Level 6 werden. Dann wird die Gefahr größer, wenn es noch auf der Botlane da in Gangs kommen. Das ist erstmal der Top-Lane-Fight. Und Fiora unterschätzt hier den Set Damage und flasht auch noch zu spät. Wird hier den Flash-Out-Attack von Set zur Omop verfallen. Das war nicht gut gespielt hier. Das wird der Fiora auch überhaupt nicht schmecken, dass sie da jetzt abgeholt wurde so einfach. Und den Flash auch noch abgegeben hat. Und damit ist jetzt die ganze Lead auch schon wieder weg. Also das war... Und also die Sideline wieder eigentlich gechoken. Beide entscheiden sich für das Play of the Room King, denke ich mal. Also Set auf jeden Fall, Fiora kann doch mit Hydra gehen. Genau. Die Botlane von FC Greifenberg zieht sie jetzt auch zurück. Beide Jungler auch auf der Botside. Und das eröffnet ein theoretisches Drag-Side-Fenster für a Good Day Gaming. Denn die Botlane von FC Greifenberg ist gerade Base gegangen. Jungler ist auch Botlane, sie kann invaded ohne Mid- und Botlane-Prio. Seine Midlane ist gerade verreckt. Da hat der Guardian einmal weggesnackt. Grimm entscheidet jetzt ja auch dagegen. Und jetzt wäre ein Drake-Call angebracht. Sag ich jetzt mal so. Also, den Drake könnte man eigentlich nicht contesten auf Seiten von Greifenberg. Und es schaut so aus, als rotieren sie auch runter Richtung Drake. Ja, Viertel. Geht der jetzt auf jeden Fall erstmal rum. Ich denke mal, er hat ihn schon angefangen. Ja, Botlane kommt jetzt auch hoch. Ding auch noch, Pantheon auch noch kein Level 6. Seiten Galio aber schon. Also ja, Pantheon ist gerade Level 6 gekommen, da könnte es mit der Ulz dazu kommen, deshalb zieht man sich jetzt hier auch zurück. Das wäre sonst ein Fight, den man nicht nehmen will. Das ist ein Deckmage auf der Botlane. Exos sitzt wieder auf Aphelios, der macht dadurch keinen Damage mehr. Und Ersyl kommt hier nochmal mehr oder weniger mit halbem Leben davon. Muss aber das Exos ziehen auf Seiten von Ezreal. Also hat man das auch den Advantage. War ein bisschen greedy hier so weit offensiv zu stehen, dadurch, dass Aphelios schon wegs gegangen ist und sein BF-Sword geholt hat. BF-Sword gegen Tier ist halt kein Vergleich. Da war klar unterlegen und dann der Mensch gut unterschätzt. Aber die Sona, die macht die ganze Arbeit hier, den Ezreal immer wieder voll, halt. Das ist auf jeden Fall nice, da wäre ich gut tiltet auf Seiten von Botlane, von FC Greifenberg. Das war die Pantheon und doch der Toplane. Eigentlich hat die Fiora flinke Beine, drückt den W, kann das E von Zed parieren, schlecht getimt hier von ihm. Fiora ist drauf, Galliot kommt rein, kann sie alle Marks auslösen. Eins fehlt noch, sie wird hier gefinisht vom Zed. Der bringt dadurch jetzt auch noch genug Entfernung zu Galio. Und damit kann Galio nochmal entkommen. Aber trotzdem, gute Rotation hier von Pantheon. Aber man sieht halt auch die Stärke von Galio im selben Matchup, der kann halt einfach hinterher springen. Und wenn du dann als Fiora noch ein bisschen mehr aushältst, vielleicht das letzte Mark noch irgendwie bekommst, dann kann das hier schlecht ausgehen für FC Greifenberg. Ja, aber wie schon angesprochen, der Pantheon muss für diese Roams schauen. Er muss versuchen, das Team ahead zu bringen, jetzt zum Early Game. Und sich selber auch. Auch mit den
Tier-Build. Ist wahrscheinlich eine Scaling-Variante, I guess. Okay. Man hat auch das Top-Lane eigentlich durchgehend Prio von Zed, einfach weil er jetzt ahead kommen ist. Natürlich unlucky für die Fiora, die die Split-Push-Komponente ist eigentlich in dem Team. Aber die wird im Late-Kampf auch auf jeden Fall noch stärker. Genau. Die Fiora, die Lucas jetzt eigentlich nicht auf die 1-2 aus der Lane geht, die wird immer stark bleiben, wenn es dann so an die 25 bis 30 Minuten Marke rangeht, wo sie ihre 2-3 Items hat, dann hat die Zed einfach keine Chance mehr auf der Top-Lane. Jetzt allerdings noch die Trades sehen ziemlich gut aus für Zed. Jetzt kommt eigentlich nochmal der Gank vorbei von Galio. Und der Set, der wird hier 100% fallen, kann nochmal einen Sat rausholen. Kommt dann nicht mehr in seine W. Ah, und damit fällt er hier. Aber der Kill, der Shutdown geht an Galio und das ist nicht so klug. Dadurch, dass die Fiora eigentlich eine Tankstütze dieser Comp ist, dass sie eigentlich den Lead zusammenspielen und ja. Man hätte auf jeden Fall den Kill an die Fiora abgeben sollen. Aber auch wieder eine schöne Rotation von Galio. Und jetzt kommt der Gank in der Midlane. Pantheon hier gepiert, der ist einfach. Todes CC, Dreidisch haben damit viel zu viel CC. Aphelios Ult werden das noch auf der Botlane. Oh, der Jesu musst du aufpassen. Die Blades sind da. Die Bumerange. Der Aphelios ist in Gefahr. Ja, der ist sehr, sehr low. Also chase die hinterher. Muss eigentlich aufpassen wegen dem Turm. Und damit nochmal die Situation entschärft. Hier passiert gerade ziemlich viel im Early Game. Mhm. Beide Teams versuchen sich hier einen Vorsprung zu erarbeiten. Aber es, bis jetzt es ist ein guter Gaming noch ein Golden Head 400. Ja. Aber was jetzt jede Lane wahrscheinlich 100 Gold oder so bezogen ist, denke ich. Ja, und damit nicht großartig irgendwelche Golddifferenzen zustande gekommen sind. Dann. Ja, man jetzt ja auch Bot an, ist halt. Extrem safe von A Good Day Gaming. Die haben sie ja gesehen, die haben zu dritt waren sie Botlane, aber sie haben trotzdem keinen abholen können und sie sind noch fast selber gestorben. Das ist ein Zeitinvestment, was sich auf jeden Fall nicht gelohnt hat. Man hat auch Summoners auf beiden Seiten geused, zwei Flashes bekommen, dafür aber muss man eigentlich auch einen benutzen. Und man hat in der Zwischenzeit auch noch den Midland Kill abgegeben. Genau. Selber nichts bekommen. Ja, wir sehen hier einen Goldvorsprung auf der Shotlane für Zed erwartbar. Ja, ist hier 20 CS erhält. Kommt Jungle Spill gut vorne. Hat hier 500 Gold und du das gerne übernehmen. Ja, die Midlane, die ist eigentlich ziemlich even. Genauso wie auf der Botlane ist es auch nicht so viel Unterschied. Und auf Support sehen wir einen Unterschied von 100 Gold. Also eigentlich auf der Toplane halt ziemlich erhält von Greifenberg. Oh, Jungle doch hier sehr, sehr low im Herald Pit. Der Herald konnte ihn demnächst finishen. Der Ängste ist erstmal selber gefinisht und Galio befindet sich jetzt hier in der Bredouille. Kommt nochmal Aftershock, kann nochmal wegflashen. Die Frage ist, ist es genug Entfernung? Ich renne mich schnell, der ultet dein Teer. Aber jetzt ist er auch selber low. Ein Auto-Attack. Ah, ne. Und die TP von Fiora in den Hintergrund. Aber Fiora ist ja auch komplett auf verlorenem Posten. Obwohl Fiddle kommt da nochmal dazu. Wenn sie ein bisschen Zeit findet, die Fiora kann hier nur ein paar Reden nutzen. Fiddle ultet rein. Pantheon wird sehr, sehr low. Oh, die Fjord kann nicht geprockt werden. Doch, jetzt schon. Für den Finish da. Den Set. Und damit ist die Fjord geprockt. Und im Endeffekt ein 1-1 fällt. Aber, ich glaube, der Gaming hat im Zwischenzeit noch den Drag gemacht. Also der bessere Trade für ein guter Gaming. Genau. Man hat zwar das TP auf Fjord verloren, aber. Man hat den Straight gegen Herald getradet. Die Frage ist, kann man den Herald hier auch sinnvoll einsetzen auf Seiten von FC Greifenberg? Eigentlich ist der Firedrake auch schon mal auf Late Game Scaling bezogen. Ist strong. Sehr, sehr strong. Ja, oder? Das wird wirklich darauf ankommen, wie der Herald eingesetzt wird. Natürlich, man könnte versuchen, damit Botlane vielleicht einen kleinen Gold Lead zu schaffen oder Toplane und Midlane einfach noch mehr Difference zu schaffen. Und der. Infernal Drake ist also auf jeden Fall für Late Game eine gute Komponente. Also ja, wir sehen jetzt hier auch als nächstes einen Cloud Drake, der kommen wird. Für welches Team wird er jetzt tendenziell besser? Ich denke, dass er eher fürs Team von, also eigentlich im Prinzip eigentlich gleich gut, aber für ein guter Gaming denke ich vielleicht ein bisschen besser.
weil sie dann eher die Fiddlesticks-Ulti, die eh schon nicht so viel Cooldown hat, aber dann noch weniger, noch stärker fighten können. Ist auch einfach wichtiger als die Ultis von Greifenberg. Schauen wir auf die Item-Builds. Wir sehen Protobelt bei Galio. Getilt wird dem ja auch eine AP-Variante an. Das war der Gank auf der Midlane-Panther und dort schon wieder low. Eigentlich kommt die Sona nicht wirklich ran und jetzt ist doch der Eltern da. Der ist eigentlich schon Half-Life. Sona sitzt auf Panther und der muss hier aufpassen. Erstmal tanzen und dann aufpassen. Galio, der steht jetzt nochmal rein. Panther ist sehr, sehr low und wird jetzt hier von der Leona abgesnackt. Die Killverteidigung wurde bei A Good Day Gaming. Nicht so optimal an der Stelle. Ja, aber es ist jetzt nicht so schlimm wie. Das war der Top-Bang-Gang. Fiora arbeitet hier gut mit dem Paré. Ein sehr, sehr schönes Timing von Ekran. Kommt der Galio dazu? Galio Ult ist dabei. Oh doch, Felicix clasht hier rein mit seiner Ult. Set fällt hier auch nochmal. Gute Zerberstung hier. Der Gaming ist gerade auf jeden Fall das aktivere Team und macht auch viel mehr. Also spielt halt bessere Plays. Man versucht zwar auf Seiten von Greifenberg was, aber die Plays sind nicht gut, die sie probieren. Vor allem werden sie auch immer wieder mit der Galio-Ult oder einem Fiddle-Counter-Gank unterbrochen. Und daran sieht man auch nochmal, wie gut man Global Pressure einsetzen kann. Jetzt erstmal der Fight hier auf der Botlane. Aber Exos ist auch schon vieles drauf. Der muss ulten, um mal Blut zu kriegen. Lulu ult auch nochmal gegen die Usta. Oh, der chase hier sehr, sehr weit. Trifft eigentlich nicht seinen Q und damit auch die Capture raus. In der Zwischenzeit ist auch ein Top-Turret gefallen von Greifenberg. Du musst mal schauen, dass der Herald wird bald auslaufen. Man muss jetzt schauen, wo man ihn platziert. Die Platings sind auch schon weg, also da hat man auf jeden Fall schönes Potenzial. Nicht genug. Genau, und das macht jetzt auch den Drake nicht mehr. Den Trade zum Herald gegen Drake nicht mehr wirklich work. Irgendwie den jetzt hinter Midlane usen müssen, bevor er ausrennt. Und Galio wieder mal einfach TP'en und wird nicht so viel verlieren, denke ich. Genau. Ja, gibt's da schon eine TP. Sona ist auch in der Nähe, kriegt jetzt gerade noch ein Ward. Der Hurl Dash wird natürlich durchkommen, aber den Turm werden sie niemals bekommen. Also der Trade war wirklich jetzt, nachdem wir gesehen haben, was der Herald macht, echt nicht gut für Klaxen. Auf jeden Fall klarer. Ich glaube, besser gewesen mit dem Drake. Jetzt haben sie jetzt hier nochmal mit dem Drake, mit dem neuen Cloud Drake, die Chance, alles wieder gut zu machen. Aber man sollte den Drake meiner Meinung nach abgeben, weil man einfach gerade das viel schwächere Team ist. Also wenn der Fiddlestick seine gute Ulti bekommt, dann wird das ein Jammerfight für Greifenberg. Allerdings hat Fiora auch kein TP, das heißt man könnte da eventuell mit einer TP-Advantage 5 gegen 4 fighten. Wie sieht es dann aus? Dann würde die Fiora wahrscheinlich Toppen einreißen. Aber man könnte den Fight dann natürlich gewinnen und den Drake für sich holen. Aber wie schon angesprochen, die Fiora dann einfach den Top-Lane-Tilt einreißen würden. Wäre denn Drake gegen Top-Lane Tier 2 Worth? Für den Cloud-Drake, der ist jetzt nicht so gut. Das war der Midlane gankt. Pantheon ist schon snared. Zurückkehren. Gut, jetzt nimmt er eh noch sehr, sehr viel Zeit raus. Die Fiora schnuppert nochmal kurz vorbei. Wird jetzt hier eigentlich von Nekerin angegangen. Die backt allerdings in der Wall. Das war. Ist jetzt im Drake sicher. Ja. Drake abgegeben. Oh, schönes E von Hesirang, sehr, sehr aggressiv, muss hier wieder rausflashen. Okay, das Ufer Chase an, das rennt in die Zona holt. Und dann wird er ja auch nochmal abgeholt. Lux stirbt auch. Die Fiora Ult ist ausgelöst. Und jetzt gedasht hier Set auch nochmal in seinen Tod. Hat hier nochmal versucht, den Ezreal zu sich zu holen. Sein TP auch wasted. Er ist gestorben, das war wirklich katastrophal. Das ist gerade wirklich eine Blamage, aber wirklich sehr schlecht für Greifenberg, was da gerade passiert. Also, sie sind schon ziemlich hart behind. Sind jetzt 5k Gold circa behind, das und das mit einem Pantheon will man eigentlich nicht im Early Game zurückfallen. Ja, doch. Über den Aphelios natürlich noch die Late Game Komponente, aber. Aber gleichzeitig ist ja auch bei Good Day Gaming. Okay. Ich kann mal catchen. Oh, hier catch. Das ist eigentlich auch schon gut low, gut out of position. Oh, Pantheon, der ult ist hier dazu. Er lebt alles immer noch, der kann hier richtig gut Damage austeilen. Er steht nochmal nach vorne, holt den Pantheon. Auch Aphelios klopft hier low, muss auch wegflashen. Und die Ezreal ult. Und der Guardian Schild rettet ihn hier nochmal. Fiora dasht nochmal ran mit dem Ulti-Kill mit dem Riposte.
Und auch nochmal die Ludo wird hier abgesnackt. Das ist jetzt schnell eskaliert. Das sieht man ja. Ich kann einfach mit jetzt richtig gut snowballen. Es ist die Fiora halt auch richtig fett mit 6-2. Also die wird im Splitpush halt auch, wenn sie ob zu weit kommt, dass die diesen Splitpush kommt. Genau, aktuell sieht es ja auch sehr, sehr gut aus ohne Splitpush. Man hat jetzt den Botlane in die Bestattung bekommen. Der Nip sitzt da jetzt nackt und Botlane ist halt ja immer noch der stärkste Inne, wenn man ihn denn bekommt. Weil er einfach so weit vom Mesh entfernt ist. Man sollte vor Minute 20 eigentlich keinen Inne machen, wo sie sich auch nicht entscheiden, weil sonst würde den Gegner einfach nur Free Farm gönnen, geben. Das würde keinen Sinn machen in der Situation, denke ich. Jetzt muss auch Galio aufpassen. Okay. Oder man scheint sich nicht für den Gegner. Man wird jetzt hier mehr um Nash bzw. Herald rumspielen. Und auch gegen FC Grafenberg wird jetzt den Herald hier nicht contesten können. Und die Frage ist dann, wo wird man ihn einsetzen? Denn man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, den Top und Botlane Top und Midlane einzusetzen. Also ich denke, man sollte sich eigentlich auf den Midlane fokussieren, weil Toplane eh die Fiora ist, die sowieso so stark ist im Split-Push, dass es keinen Sinn machen würde, den Toplane zu blazen. Weil die Fiora den früher oder später im 1 gegen 1 gegen Set sowieso bekommen würde. Deswegen wäre das die bessere Variante, den Midlane einzusetzen. Schiede sie auch die Botlane auf die Toplane. Fiora nach unten, was okay ist. Ja, man hat ja noch eine Seite, also keine Botlane-Trio. Boah, Sonolt hier auf zwei Mann. Es war aber. Ey, der ist offensiv nach vorne und holt sich den Kill auf Hecarim. Die Fiddle mehr oder weniger ins Leere gegangen. Trotzdem noch den ist das gesichert, der trifft jetzt hier auf Pantheon. Und es ist keiner Botlane da, um die Fiora zu verteidigen. Jetzt zeigt sich die Fiora bald und dann muss jemand Botlane gehen. Aber wer ist halt die Frage? Niemand kann sie aktuell decken. 6-2 steht sie jetzt und das wird sehr schwer werden. Also holst du noch den Buff, Age, aber macht einen guten Damage auf den Pantheon. Man will jetzt einfach Top und Mitte siegen und der Fiora einfach den einfach Free Bot gönnen. Scheiße, jetzt hier für den mittleren Turret mit den Herder wahrscheinlich nicht wahrscheinlich zu gehen. Wäre jetzt die Variante. Die Ohren ist jetzt hier unten am Ende, wo niemand kann sie aufhalten. Jetzt muss Hey King nochmal dazu kommen. Das war die Post war wieder verkackt. Aber trotzdem, die Ohren ist einfach so strong. One-shotet hier fast den Pantheon. Der hat auch keine Armor bisher gekauft. Und auch Hikaru chase sie bis unter die nächste Stimme. Passiert dafür aber auch Problem. Der Sylt reicht auch nicht für den Kill. Engage von Galio! Von Galio! Auf die Aphelios. Aber es ist niemand da zum Follow-up. Jetzt kommt nochmal der Dash rein. Schöne Donald. Aphelios ist tot. Zed muss jetzt ja auch aufpassen, kriegt nochmal die W raus, aber auch der wird fallen und der rennt einfach in seinen Tod, der Herald dasht hier nochmal völlig durch, wird jetzt ja auch sterben. Ah, und das war das Gang. Das war ja eine komplette Zerstörung von der Good Day Gaming. Ja, wieso hätte es nicht besser machen können? 21 Minuten hat das Ganze hier gedauert. Ja, bin sprachlos. Also, ich hätte jetzt mit einem knapperen Game gerechnet, bin ich ehrlich. Auch wenn der Good Day Gaming der Favorit war, aber es war schon eine sehr harte Zerstörung, würde ich behaupten.